Also es war ein riesiger Sieg, den wir heute eingefahren sind hier im Landratswahlkampf in Sonnenberg. Politisches Wetterleuchten am Rennsteig. Und dieses Wetterleuchten wird in der ganzen Republik wahrgenommen werden. Wir sind hier im Osten Volkspartei. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass wir jetzt unseren ersten Landrat stellen. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Wir werden in den nächsten Jahren noch viele Landratsämter erobern können und eine gute Politik für die Bürger machen. Die Bürger haben wieder was zu wählen. Und ich glaube, der Stichwahlkampf, der hier geführt worden ist, wo die Menschen nochmal gemerkt haben, dass sich hier die Altparteien zu einem Kartell zusammengeschlossen haben. Das möchten die Menschen nicht, gerade auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Das riecht zu stark nach Blockpartei und das muss endgültig Vergangenheit sein. Und deswegen haben sie heute der Alternative ihre Stimme gegeben und das ist die AfD, die Alternative für Thüringen und für Deutschland. Gut, natürlich tickt der Osten noch ein bisschen anders als der Westen, aber ich denke, dass das blaue Licht, das heute hier strahlt, auch im Westen wahrgenommen wird und dass es dort auch zu einer Belebung führen wird der politischen Debatte und dass dieses Zeichen auch im Westen wahrgenommen wird und eventuell sogar ja, bis zu den Landtagswahlen in Bayern dann im Oktober anhält und dort auch für eine positive Stimmung für die AfD sorgt. Gut, alles Mögliche ist zu erwarten. Ich habe ja die Sorge, dass der Bundeskanzler Scholz jetzt anruft und diese Wahl rückgängig macht. Ja, ich meine, das ist meine größte Sorge, die ich habe. Zuzutrauen ist ihm das. Aber ich denke mal, so weit wird es dann doch nicht gehen. Ja, wir sind entspannt, weil wir wissen, dass wir einen guten Kandidaten ins Rennen geschickt haben, der auch wirklich fachlich was drauf hat und der eine gute Arbeit machen wird. Danke.